Jo, hallo und servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Kuriositätenkabinett. Wir spielen wieder Deponia und wir, das bin ich, der Rufus und die Goal. Wir möchten weg von Dreck und auf nach Elysium. So, letztes Mal haben wir sehr, sehr viele Dinge erledigt. Ja, wir haben so ein paar Teile zusammengebastelt und eingesetzt und hier den Spiegel gesäubert und einen Hebel gefunden und was weiß ich nicht was. Und jetzt hat uns der Doc gerade erklärt, wie man meditiert. Dann muss man sagen, wer man ist. Und dann muss man noch einen Schluck Schnaps trinken. So. Und um auf Nummer sicher zu gehen, ja, frage ich jetzt den Doc nochmal, wie das funktioniert. Was? Oh. Beziehungsweise kann man nicht einfach fixieren. Bis zum Horizont. Es wird Zeit. Nein, okay. Hallo. Oh. Bla bla bla. Ja, komm, zeig's nochmal. Könnte aber noch. Leg etwa. Ah, leg deinen Fuß. Aua. Oh. So, und jetzt fixier. Gut so. Siehst du, wie alles schärfer wird und die Farben kräftiger? Ich habe diesen blauen Mast dort fixiert. Blauer Mast. Nun lasse ich meine Augen nach Osten wandern, bis ich etwas Rotes sehe. Okay. Jetzt geht rechts es weiter rot. Nach Süden. Und dann in gerader Linie zu diesem gelben Ding da. Okay. Und dann rechts rot, runter gelb. Ich bin ja schon ganz vertranst. Auf jeden Fall musst du der Welt dann mitteilen, wer du bist. Ich bin hier. Ein Fluss. Fluss. Okay. Anschließend nehme ich noch einen tiefen Schluck aus meinem Flachmann und schon bin ich ganz relaxed. Alles verstanden? Okay. Ja, mal gucken, ob wir das jetzt hinkriegen. Schauen wir einfach mal. So. Auf. In den Sitz. So, und jetzt fixier den Horizont. Also gut. Horizont fixieren, Konzentration. Und Tetanus ist das bequem. So kann sich doch keiner konzentrieren. Oh nein. Irgendwas mache ich falsch. Oh, da sitzt es so unbequem, oder was? Man soll keine Sachen auf die Heckablage legen, wenn man vorhat zu bremsen. Ach, Rufus, mach doch nicht einmal alles so kompliziert. Bis zum Horizont. Nee, nein, also er muss sich da wohl in den Kran setzen. Und braucht irgendeine bequeme Sitzgelegenheit. Man soll keine Sachen auf die Heckablage legen, wenn man vorhat zu bremsen. Wie kriegen wir was Bequemes zum Sitzen? Also das haben wir schon ausprobiert, das ging ja nicht. Dass er da rumschraubt. Das Werkzeug ist immer nur so gut wie die Hand, die es führt. Und dieses hier ist ziemlich nutzlos. Moment. Sitz. Kranarm. Goal. Nach unten. Boah, hab ich jetzt irgendwas übersehen? Ich nehme mal die Hilfe. Nee, eigentlich nicht, ne? Wie soll ich jetzt hier eine bequeme Sitzmöglichkeit bekommen? Verstehe ich nicht. Ist das mein Bike vielleicht bequem? Da sind tatsächlich ein paar Achtkantschrauben locker. Ach, ich lass es mal drauf ankommen. Oh, Mann. Okay.
Irgendwo können wir uns bequem irgendwo drauf hinsetzen. Da oben war noch nichts mehr, oder? Nee. Aha, oder warte mal. Hat er nicht gesagt, das Bein hinter den Kopf? Wir haben ja eins. Auch wenn es nur ein Skelettbein ist. Probieren wir mal aus. Ah ja, es geht. Ich wusste es immer. Man braucht kein Yoga, wenn man Erfindungsreichtum hat. Tata. So, und jetzt aber. Bein hinterm Kopf. Check. Horizont fixieren. Check. Und los. Ich bin in einem, was? Ein Mumpf? Nee. Mumpz. Ein Mumpf? Nee. Wie funktioniert denn das? Ein Mutz? Mutsui? Fluss? Na gut, ich könnte es ja auch einfach raten, ne? Aber das ist ja langweilig. Ich möchte jetzt schon nochmal wissen, wie das funktioniert. Nee, ein Mulup. Mulup! Ich bin ein Mulup! Yeah, ich bin schon viel ruhiger. Yeeha! Oh, war das jetzt richtig? Nee, oder? Hä? Warum zittert mein Bein denn so? Ich bin doch ein Mulup. Vielleicht war das doch nicht richtig. Komm, wie funktioniert das nochmal mit dem Fluss? Das will ich jetzt schon nochmal richtig machen. Ja, komm, lauf. Go, go, go. Nochmal zum Prof. Der sagte, ich bin ein Fluss, ne? Doc, zeig uns nochmal, wie man meditiert. Hallo. Was? Oh, hallo. Ich habe noch... Immer her. So. Zeig's uns. Leg einfach etwa... So. Und jetzt suchen wir Fluss. So. Siehst du, wie alles schärfer wird und die Farben kräftiger? Ich habe diesen blauen Mast dort fixiert. Nun lasse ich meine Augen nach Osten wandern, bis ich etwas Rotes sehe. Jetzt geht es weiter nach Süden. Mhm. Und dann in gerader Linie zu diesem gelben Ding da. Und dann schließlich... Ich bin ja schon ganz vertranst. Also hier und dann da. Auf jeden Fall musst du der Welt dann mitteilen, wer du bist. Ich bin ein Fluss. Fluss, okay. Also er ist jetzt quasi so gewandert. Na? Anschließend nehme ich noch alles. Ja, komm. Er ist so gewandert. Fluss, glaube ich, ne? Also anders bekommt man Fluss ja nicht zusammen. Also hier Fluss. Okay. Jetzt machen wir das nochmal. Go. Ab auf deinen Sitz. Auf zum Kron. So. Bein hinterm Kopf. Check. Horizont fixieren. Check. Und los. Also er ist ein... Ich bin... Ein Mulip. Ein Mulip? Nein, ein Mu... Mum? Ein Mumpi, natürlich. M-U-M-P-I. Ein Mumpi, er ist ein Mumpi. Mumpi! Und nun? Schnaps. Check.
Ich glaube, es funktioniert. Zumindest meine Zunge ist zum Gang cool. Auf geht's. Toller Jahrgang. Und jetzt aber. Und yes! Oh, die Arme. Oh, Fuss, oh, Fuss, oh, Fuss, yeah! Oh, schön. So, dann jetzt fahren wir mit unserem Minenfahrzeug. Und da müssen wir eigentlich nur noch die Strecke da oben richtig einstellen. Aber was heißt nur noch? Ist ja wahrscheinlich noch kompliziert genug. Miau. Bäm. Bäm. Und jetzt nochmal losfahren. Und einmal hoch. Du bringst ganz schön was auf die Waage, Mädel. Und ich dachte, du hättest dich extra schwer gemacht, als ich dich vorhin den Hang hochgeschleift habe. Aber egal. Die Kontrollen sind frei und ich habe einen Schaltplan. Das sollte ein Selbstgänger werden. Ja, stimmt. Yep, alles klar. Nudelrezepte zu lesen ist kein Problem für mich. Tja, nur die Frage, wo sind wir jetzt? Wo sind wir gerade? Grüner Hebel, roter Hebel. Schalter. Oh Gott. Wo sind wir denn? Wo müssen wir hin? Ich habe keine Ahnung. Wo sind wir denn überhaupt? Wo müssen wir hin? Komm, steig nochmal ab. Kann ich absteigen? Wieso kann ich nicht absteigen? Ich kann nicht mehr absteigen. Hilfe! Na super. Ja, wo sind wir denn? Was macht denn der grüne Hebel? Ah ja. Okay, das ist einfach. Der grüne Hebel ändert quasi immer die Richtung von den grünen Punkten. Okay. Der rote dann dementsprechend von den roten Punkten. Der gelbe von den gelben Punkten. Jetzt ist gerade alles auf gelb gestellt, ne? Was macht das jetzt? Ah ja. Und das? Das Ende der P2. Ja, wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Also wenn ich jetzt losfahre... Nee, das bringt gar nichts, ne? Wo sind wir? Wo ist denn die Kurve von vorhin? Es wäre echt cool zu wissen, einfach wo wir sind, ne? Also wir sind wahrscheinlich nicht P1 und P2. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Steht das hier irgendwo? Oder ist da irgendwas markiert? Ja, super, Rufus. Mann. Ah. Ah, okay, gut. Wir sind da oben. Und wir müssen da unten wahrscheinlich wieder raus, ne? Also wir sind oben links und wir müssen nach oben rechts. Oben links, nach unten rechts. Okay, gut. So.
Also, um das zu checken, aktuell fahren wir. Bam, bam, bam. Hier runter. Das macht nichts. Hier hoch. Zack. Und dann einmal hier in die Schleife. Wahrscheinlich und dann wieder zurück, ne? Oder nochmal zu checken. So, hier runter. Genau, einmal hoch. In die Schleife. Und yo. Richtig. So. Jetzt überlegen. Wie kommen wir. So, denk nach. Hier runter. Okay, du könntest hier wenden. Genau. Einmal wenden. Dann würdest du zu P1 fahren. Dann würdest du hier runterfahren. Dann hier, dann nach oben. Dann hier lang. Dann würdest du so fahren. Oh Gott. Dann so. Und so. Ne, jetzt fahren wir dann im Kreis. Mal ausprobieren. So, runter. Hoch. So. 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 Ah. Wenn ich hier drüber fahre, werden offensichtlich Weichen gestellt. Ah, und zwar alle gelben werden dann gestellt. Ah. Okay. Sieht man das hier? Schaltplan? Nee. Okay. Also wenn ich hier drüber fahre, und das tue ich jetzt gerade, dann werden offensichtlich alle gelben Weichen gestellt. Das heißt, die hier, die zeigt jetzt eigentlich noch da. Die würde nach da zeigen, aber die wird dann hier nochmal gestellt, also fahre ich wieder hier hoch. Okay. Boah, es ist kompliziert. Wahnsinn. Ich frage mich, ob es da mehrere Wege zum Ziel gibt. So, jetzt wird hier gelb gestellt. Das heißt, ich fahre hier runter. Ich fahre hier gerade. Gelb wird gestellt. Okay, dann lande ich in der Sackgasse. Und da kann ich auch nichts dran ändern irgendwie, ne? Also ich fahre hier runter. Ich fahre hier hoch. Okay. Wenn ich jetzt grün stelle. Zack. Dann fahre ich jetzt hier runter. Wegen rot fahre ich da lang. Okay, dann fahre ich jetzt hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und dann wird wieder gelb gestellt. Und dann haben wir wieder denselben Bockmist wie gerade. Genau. Wenn ich rot stelle nochmal. So. Boah, es ist kompliziert. Alter Falter. So, ich fahr zu rot. Grün. Beziehungsweise kann man vielleicht wieder das Pferd von hinten aufzäumen. Aber das ist halt dann mit diesen Dingern hier so schwierig, ne? Also, wenn ich es von hinten aufzäume. Dann
muss der grüne und der rote. Also ich muss auf jeden Fall aus dieser Richtung hier kommen, ne? Boah. Ist das ein Brainfuck? Mann. Ganz ehrlich. Oh. Gut. Aber ich sehe gerade, dass die 20 Minuten auch schon wieder vorbei sind. Deswegen könnt ihr ja zu Hause schon mal überlegen, wie man das hier alles am besten einstellt. Die Systematik haben wir jetzt schon verstanden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Kuriositätenkabinett. Wir spielen Deponia und wir und Rufus, wir sind ganz kurz davor, endlich weg vom Dreck zu kommen. Ja, zumindest hoffe ich das. Okay, also dann, bis nächstes Mal. Macht's gut, bis bald und Servus.